Gibt ja noch die ganz alten Hullblock-Bauteile, die manchmal spawnen. Da, eine Drohnenbase, die wir noch nicht kennen. Da ist sie. So, warte mal kurz. Was bist du da? Die hat eine gute Position, hat die. Runter, 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 runter. Oh, shit. Ah. Okay. Raus und buddeln. Habe ich nicht gesehen, ja. Bin draußen. Da ist eine Drohne. Wo? Da bei der Drohnenbasis. Ah, okay. Wir sind wieder 300 Meter von dem Ding weg. Ja, gut gemacht. Die zweite Drohne kommt. Zu uns? Noch nicht. Okay. Jetzt steigt sie. Rechts von dir steigt sie. Guckt rüber. Und verschwindet wieder. Okay. Komm sonst nicht zum Buddeln. Und mein eigenes Loch wieder verpasst. Da oben, rechts von dir. Ja, ist egal, ich nehme das hier am Hügel, dann komme ich direkt da rein. Okay, falls mir alle aktiven Drohnen angezeigt, das kennen wir eben, dann sehe ich es, wenn sie kommt. Steigt wieder. Rechts. Okay, ich sehe die Drohnen jetzt. Erstmal. Dass die Detektorsachen nicht mehr gechert werden. Ich meine der Meinung, das wurden die immer. Ist er links? Ich sehe die beiden Drohnen. Einebnen. Komm, lass mich nicht im Stich. Mach das mal. Ohne Warte. Das Deconstruction Script, ja. Nicht das Recycle. Nein, für den Anfang wäre das Recycle natürlich toll, aber ich finde, den Dekonstruktor sollte man sich verdienen. Deswegen nutzen wir das Recycle nicht. Außerdem gibt es nur 75%. Obwohl, ich dachte, das ist gleich, als ob du es mit Multitool abbaust, ne? Ohne steigt. Gibt es halt einige von den Skripten. Ich hatte da ein paar ausprobiert. Oder die gleichen sich alle, aber ich bin bei dem kleben geblieben. Ist das Loch nur groß genug? Noch nicht. Einebnen mal wieder. Extra ein Spielstand, wo ich die Skripte vorchecke. Also. Das ist natürlich nicht nur für ihn, die kannst du auch Vanilla nutzen. Mich nervt, aber es ist trotzdem cool, dass das Bohren hier so krass unterschiedlich ist vom Boden her. Ich denke mal, das Schiff ist vorhin rausgebackt, weil das Loch zu klein war. Ich glaube eher, weil ich es zu dicht zugeschüttet habe. Also ja, ähnlich, zu viel Kontakt, ne? Da muss ich nicht groß reinfuchsen. Das kann ich gleich in 5 Minuten zeigen. Vielleicht könnte es dann auch mal eben einer klippen und dann kann man auf den Clip verweisen, wenn nochmal die Frage ist.
Nach der Drohnenbase, wenn so viel Zeit noch da ist. Sonst halt moin. Super easy. Das ist wirklich super easy. Sollte passen. Hoffe ich. Wenn du den Koffer abhast. Nur jede Menge Knubbels in der Luft. Nö. Doch. Nein. Doch, hier vor mir direkt. Hier. Da Nase. Ist nix. Null. Doch. Ich stoß doch gegen. Ich komm nicht. Komm, steig mal eben aus. Das ist wieder Synchro-Fehler. Ich komm nämlich rein. Bei mir ist da noch was. Das hat jetzt genug Platz. Oh. Auf geht's. Super. Bin ja immer ein paar Stunden dran und ich finde das in dem Video selber nicht mehr wieder, um zu klippen. Ein short YouTube Video. Ich kann das Interesse voll ganz daran verstehen. Gibt schon ein paar Jahre. Ich wusste das nicht. Ist einfach nur mega. Nein, die hat jetzt auch raus, wie es geht. Hat sie 2-3 Mal gemacht. Easy peasy. Ja, ich brauche dafür noch ein bisschen. Ich bin nicht so affin dafür. Ja, aber du weißt direkt, wo es lang geht. Ne? Es ist wirklich einfach. Oh Mann, wir müssen wieder tiefer. Aber hier kommt der weiche Boden. Du bist eine Maike. Warum? Das ist eine Drohne gewesen. Oh. Und lässt das Loch offen. Das ist ja egal, brauchst du nicht. Du brauchst nur zwei LCD-Displays. Das ist alles, was du benötigst. GZ. Das Ordner. Jetzt gehe ich richtig tief, Schnauze voll. Können wir dann sogar nachher gleich live auf dem Waves Radar zeigen. Noch besser. Brauchen wir gar nicht großartig warten. Damit wir höher kommen. Wie machst du das eigentlich, dass du immer auf die... Auf die? Auf die Steine kommst. Auf die Steine? Naja, hier, von der Basis. Auf die richtige Höhe, oder was? Ja. Keine Ahnung. Das Glück ist, die dümmsten Bäuer haben die größten Kartoffeln oder so.
So, wir brauchen ja jetzt keinen Security-Raum mehr, ne? Haben wir ja festgestellt. Die Vulkangeschütze laufen. Sind, glaube ich, aber zu tief, oder? Wie viele Blöcke sind wir jetzt? Eins, ja, ich glaube, wir sind zu tief. Ich glaube, wir müssen höher. Oh, ja gut, okay. Könnte auch zu hoch sein. Oh, wir werden sehen. Ein schönes Räumchen. Ja, genau. Glück ist mit den Tüchtigen. Ich würde gern noch weiter nach hinten gehen, damit man auch mal ein bisschen Rückzugsfläche hat. In der Mod gibt es ja diese Mega-Roboter. Wenn du den dann plötzlich davor stehen hast, musst du auch ein bisschen rückwärts können. Mal eben. Base Raider Eden. Ups. Okay. Ich schalte die Geschütze ein. Ich guck. Die haben diesmal keinen Bock. Keine Munition? Eigentlich schon, ne? Sind sie? Munition habe ich doch reingetan. Ja. Jetzt wollen sie nicht. Das ist aber ärgerlich. Hat vorhin so schön geklappt. Immer noch nicht alleine. Das war dann wohl vorhin ein Fehler oder so, wa? Sehr ärgerlich. Na, ja, müssen wir hier dann Geschütz übernehmen. Da bin ich einfach zu weit weg. Ne, der schießt die nicht. Ich glaube, ich weiß warum. Ist kein Gegner hinter. Vorhin waren direkt Gegner hinter. Ach so. Naja, dafür haben wir ja zwei Sitze drin. Bist du denn, Was denn? Das Schild oben? Nö, aber ich werde es ja hören, wenn es Ping-Pong-Pong macht. Habt ihr ruhig das nächste Geschütz und voll auf.
bei dem Krach. Wir sind durchgechillt. Loch. Fahr mal die Karre ein Stück zurück. Weil selbstständig protecten. Wow, wir haben uns direkt durchgefressen. Zwei Blöcke. Da ist ein Fahrstuhl. Drei, achso. Zwei Kugeln Roboter im Eimer. Schütze. Sehr gut. Das Treppe nach Doppelt oben. Laden. Hier ist noch ein Spawner. Jetzt habe ich. Hier ist Fahrstuhl. Ja, ich werde mich mal kurz heilen. Fahrstuhl runter. Mhm. Ich hab direkt erstmal eine Granate reingeballert. Geschütze. Okay, direkt wieder Granate reingedrückt. Granate läuft, wa? Mhm. Tür. Warte mal. Schritt rechts. Muss laden. Da ist ein Hebel. Ich mag keine Hebel. Und ich mag auch das Totenkopf-Symbol da auf der Wand nicht. Oh. Ich mach die Tür so auf. Großer Robby hier hinterm Glas. Ja, ich seh ihn. Heil mich gerade durch. Okay, ich bin meine Schnittverletzung los. Die Geschütze kommen aus der Wand, das ist also keine Uraltbasis. Vor allen Dingen ist sie aus Gefechtsstahl. Die kennen wir auch. Möglich. Aber wenn nicht allzu oft. Boah, es haut so rein, das Teil. Muss laden. Kern. Jo, ich seh'n. Ich mach erstmal die Kisten hier leer. Okay, langsam wird's langweilig mit euch. Also hier ist ein Knopf, der führt zum Kern. Zwei Knöpfe. Wir können uns aber durchpolken. Mit Dynamit. Hat nur 1500. Nur, ne? Du weißt, was das ist, diese dämliche Glasscheibe. Aber ja, ich bin dafür. Oder wir holen den Base Raider rein. Einer ist weit weg. Pökeln wir uns da durch. Aber ich habe eine Idee, warte mal. Könnte sein, dass die reicht. Oder oben drauf. Ja. Wow. Connection loss. Kompletto. Wowie. So, noch da? Ja. Netz bricht aber wieder zusammen. Sorry. Ach, alles gut. Obendrauf ist keine schlechte Idee. Da ist ein Sprengblock drin. Jupp, das war eine gute Idee. Den würden wir auch so mit Maschinengewehr wegballern können, Andi. Ich weiß nur nicht, welche Kettenreaktion der auslöst. Z. Easy peasy. Lass mal eben.
Genau, Boden, Kern. Steht auf die Fraktion. Und dann, ja, heiße Luden, ne? Und alles durchforsten. Erstmal fertig machen. Ja, okay. Ich glaube aber nicht, dass wir allzu viel getriggert haben, leider. Die ist ja jetzt prädestiniert zum Speichern, ne? Und behalten, ne? Die erstmal nach oben wieder. Aber nämlich noch eine Treppe. Na, wenn's oh ja, hier. Die kennen wir. Na, Wind. Erinnerst du dich? Nee. Das, sehr das ist die mit den unterschiedlichen Ebenen. Okay. Hier hinten ist nichts. Oh, Mega-Generatoren. Lecker, das schmeckt. Das schmeckt, aber leider haben wir nicht genug getriggert. Geht einfach zu schnell. Und Fahrstuhl. Boxen. Geht mit die andere. Ja. Hier strahlt's. Serpentaxitanks. Tank. Schon nach oben. Mit dem Hohltorn. Mhm. Amphile. Tür. Okay, du bist da draußen. Oh, schöne Lasergeschütze. Geil. Hi, Ronny. Hey, Ronny. Ganz oben. Ja, schön, cool, nett. Ding. Dankeschön. Schönen guten Abend. Okay, hier bist du ganz draußen. Ging einfach wieder zu schnell. Es ist schade. Wir müssen einfach höher ansetzen und nicht so tief. Dann kommen wir auch nicht so schnell an den Kern. Blöd gesagt, ja, aber war. Drohne. Schöne Ding. Ich mit dem Salat-Launcher. Im Augenblick von Andi belegt. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's schon. Beim Runterfallen ist sie loot geworden. Alter, hier sind richtig geile Geschütze. Was? Bui? Bui dir selber ein. Also, Andi, ich glaube, die Knarre willst du auch haben. Du kannst zwar nicht oft den rechte Maustaste Granate machen für eine Kugel. Aber die fetzt. Nö. Die holt die dicke Drohne direkt runter. Dafür hat sie natürlich keinen Scope, ne? Die ist schön, die Base. Also wirkt aber tatsächlich wie so eine alte Hull-Block-Base. Die auf bei drei zusammenbricht. Weißt du, kennst du ja noch, ne? Ein Stein angebohrt, klack, 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 klack. Na gut, dann heißt jetzt erstmal durchlooten. Wird es auf jeden Fall noch tolle Container geben. In den Türmen ist was. Oh, Sprengköpfe versteckt. Ich glaube, ich nehme mal die Geschütze mit der Hand schon mal mit. Ja, mach grad mal. Geh wieder runter. Das heißt, die Türme kriegst du schnell weg.